Willkommen zu Unterwegs in Haiger. Herzlich willkommen aus Dilbrecht. Eine Frage: Wann haben Sie zum letzten Mal einen Stoßseufzer ausgestoßen auf Ihrem Weg durch Haiger? Ein Seufzer, und was haben Sie da geseufzt? Was wären die richtigen Worte gewesen, um das auszudrücken? Und an wen oder wohin richten sich diese Worte? Nach innen, nach außen, an andere Menschen oder an Gott? Und wenn Sie zurückblicken, wenn Sie ihn bewusst an Gott gerichtet hätten, wie hätten Sie es formuliert, was Sie dort geseufzt haben? Relativ unvermittelt kommt so ein Stoßseufzer im Wochenspruch vor. Er steht in Jeremia Kapitel 17, Vers 14. Heile du mich, so bin ich geheilt. Helfe du mir, so ist mir geholfen. Da spricht einer, der offensichtlich das Bedürfnis, die Sehnsucht und auch die Notwendigkeit hat, dass Gott in seinem Leben eingreift, positiv eingreift, ihm heilt, ihm hilft. Und das sagt ein Mensch, von dem viele dann sagen werden, er war wirklich ein Prophet Gottes. Er war ein Mensch, der oft die Worte Gottes gehört hat für sein Volk. Ein Auftrag, der ihm von Anfang an schon sehr schwer vorkam. Ein Auftrag, der eigentlich für ihn schwerer war, als er aus eigener Kraft stemmen konnte. Ein Auftrag, der ihm nicht unbedingt populär und beliebt gemacht hat bei seinen Zeitgenossen. Ein Auftrag, der ihn eher an den Rand gestellt hat. Denn wer wollte schon hören, dass der Tag des Herrn, auf Deutsch das Gericht Gottes, einbrechen wird über dem Volk Israel? Er, der so oft es erlebt hat, wie Gott zu ihm spricht und durch ihn redet. Er ist nicht fertig mit seiner Beziehung zu Gott. Er ist nicht fertig damit, denn das sind noch Dinge, die offen geblieben sind. Er braucht Heil, er braucht Hilfe und er ruft danach. Er sehnt sich danach. Menschen, die wiederum die Worte gehört haben, die Jeremia von Gott weitergegeben haben, hat, die sind anders mit diesen Worten umgegangen. Sie haben sich gesagt, ja, wo bleibt denn das Wort des Herrn? Auf Deutsch, wann kommt es denn? Soll heißen, kommt es überhaupt? Beziehungsweise hat überhaupt Gott gesprochen? Und so haben sie sich indirekt abgewandt von Gott, obwohl sie weiterhin wahrscheinlich ihre Gottesdienste besucht haben, ihre Gebetszeiten verrichtet haben, sich nach Gottes Worten versucht haben auszurichten, mehr oder weniger. Aber sie haben das lebendige Wort übergangen und sich so abgewendet. Aber Jeremia wendet sich nicht ab, obwohl er auch von sich, von seinem Leben vielleicht sagen könnte, ja Gott, wo bleibt deine Hilfe? Also wenn ich dein Wort ausrichten soll, dann erwarte ich doch schon mal, dass du mir hilfst und ich noch nicht zu dir rufen muss. Und doch, selbst der Prophet, er ruft zu Gott, er bittet zu Gott und damit drückt er sein Vertrauen aus in Jahwe. Dieses Vertrauen, das seinen Zeitgenossen mehr oder weniger abhanden gekommen ist. Dieses Vertrauen, das wir zum Ausdruck bringen, wenn wir uns in unserer Not mit dem, was offen geblieben ist in unserem Leben, mit dem, was wir uns ersehnen und erhoffen, mit all dem zu uns, zu Gott wenden, damit drücken wir aus, ja, es gibt eine Hilfe, die nicht von dieser Welt ist. Und daran halte ich fest, auch wenn jetzt noch nicht alles gut ist, auch wenn jetzt noch so viel offen ist. Und deswegen die Bitte, weiter zu beten und auch zu schauen, wie und auf welche Art und Weise hat Gott eingegriffen. Manchmal sind das ganz unscheinbare Dinge, gar nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Also nicht das Gewitter
von Stotternheim wie bei Martin Luther. Nein, das sind die Ausnahmeerscheinungen, sondern das leise und stille Reden Gottes wahrzunehmen und ihm dann auch die Ehre zu geben dafür, dass er mich gestärkt hat, dass er mich geführt hat oder geleitet oder was auch immer, dass er mir geholfen hat. Ihm das wahrzunehmen ist die notwendige Voraussetzung dafür, ihn zu loben, ihn zu rühmen und zu preisen. Denn so geht das Wort weiter. Denn Jahwe allein ist mein Ruhm. Andere Übersetzungen wählen das Wort ist mein Preis. Also egal, ob rühmen oder preisen, das kann ich nur, wenn ich etwas erzählen kann von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Etwas berichten kann. Denn Gott kommt nicht abstrakt in diese Welt. Er kommt immer konkret. Und deswegen manchmal unscheinbar. Weil die konkreten Dinge des Lebens sind nicht immer spektakulär. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie auf Ihrem Weg durch Heiger Gott immer wieder rühmen und loben und weitererzählen von dem, wie er sie gestärkt, geführt, geleitet, geholfen und geheilt hat. Seien Sie gesegnet. Alles Gute aus Dilbrecht.